Norris kann sich gegen Bottas behaupten. Na gut, Norris hat sich im Real Life auch gegen Hamilton behaupten können. Das Boxenstopp-Lämpchen da im Display des Lenkrads werden wir jetzt auch noch lang genug bestaunen können. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Reifen. Ich war echt schlecht gerade. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Ja, aber kommen die näher? Kommen die nicht näher? Ich brauche Infos. Oh no, es hängt wieder. Es hängt wieder. Ich hab's kaputt gemacht. Das war's erstmal mit Funktüdelein. Lewis Hamilton hassen diesen Trick. Lewis Hamiltons hassen diesen Trick. Funk einfach abgeschaltet. Come on. Na gut. Wir sind jetzt nur auf uns allein gestellt. Wie damals im Rennsport. Ist das nicht was? Das, was jeder haben will. Jetzt haben wir es wieder. Und gleich gibt es da vorne sogar einen Dreikampf, nicht nur einen Zweikampf. Die holen alle auf. Nee, doch nicht. Das sah nur ein bisschen gestaucht aus wie einer Haarnadel-Kombination. Auf jeden Fall wissen wir auch, was unser letzter Funkcall war. Oh, aber Ricciardo kommt näher. Sie nur außer DRS-Reichweite halten. Weil das macht dann am meisten aus. Zu weit innen. Shit. Das hat Zeit gekostet. Da muss ich lupfen für eine Vollgaskurve. Für eine easy Vollgaskurve. Jetzt kommen wir zwei hinter uns. Komm nicht näher. Kam ich beim Anbremsen links auf die Grasnarbe und direkt blockieren die Reifen und ab geht's. Oh, ich will jetzt auch echt gern gucken, wie viel Grad meine Reifen auf der Außentemperatur haben. Weil mit dem Lenkraddisplay kann ich ja nur die Kerntemperatur sehen. Oh, ich habe einfach das ganze DRS schon rausgehauen. Das ganze ERS. Ich ein bisschen stupid war. Oh mein Gott. Dass der Körper mich mal so umwirft, das hätte ich nicht gedacht. Das hatte ich im Krieg noch nie. Ich bin da immer sehr radikal rübergefahren. Hier nur ein bisschen ERS. Das Wichtigste ist auf der Geraden. Oder ich lasse ihn jetzt gleich auf Start und Ziel vorbei. Und dann wieder mit
der es vorbei zu ziehen. Ne, ich bin schneller. Brauch keine fiesen Tricks. Diese Art von fiesen Tricks, die auch Alonso gegen Hamilton damals hier eingesetzt hat. Ihn schön auf Start und Ziel vorbeilassen und dann mit Kers und DRS auf der Chemistry wieder vorbeigezogen. Oh mein Gott. Ah. Echt gerne meinen Fahrzeugzustand gewusst. Da gab es einen kleinen Kontakt. Und jede andere Rennserie sagt man, ja, ist doch absolut nichts gewesen. Aber in der Formel 1 muss man sich echt Gedanken machen, ob das Auto Kernschrott ist. Nein, fahr da mal nicht rein. Oh oh, und die Reifen wollen nicht mehr. So richtig einlenken will das Auto halt echt nicht. Wenn ich jetzt noch Fettgemisch hätte, oh, wäre das schön. Aber nein, alles wird hier einfach verboten. Ja. Ja. Easy Snack. Der Fernando Alonso Hamilton Move. Aber diesmal unabsichtlich. Nee, diesmal absichtlich. Der Quersteher war echt nicht vorprogrammiert. Die Reifen. Sie geben nach. Sorry? Ups. Das war nicht so gut. Dann noch Ricardo, der Sieger vom Monster Grand Prix. No, Danny Rick. Ich fühle mich wirklich schlecht. Fühle mich wirklich unangenehm schlecht. Also es gibt, man fühlt sich schlecht, so ja gut. Ist dann doof, aber es wird, ja, es kann, ja, wird irgendwann besser. Aber dieses unangenehm schlecht, dieses am besten Rennen neu starten. Diese Art von schlecht, so fühle ich mich. Oh, unser Funk ist immer noch kaputt. Zustand des Autos, was ist es? Es gibt hier zwar unten rechts eine wunderschöne Hartanzeige, aber manchmal ist der Schaden so gering, dass man diese Grünabstufungen so schwer erkennt, dass man mit bloßem Auge denkt, ja, ist doch alles heile. Und in echt ist man einfach 4 Sekunden langsamer. Danny Rick einfach vorletzter. No. Ich darf nicht so auf Danny Rick sagen. Das erinnert mich immer an Pickle Rick. Von Rick and Morty.
Was mir auch spontan einfällt, ich habe immer noch nicht die vierte Staffel mir angetan. Aber unterm Strich, ich habe auch kein Netflix. Deshalb habe ich auch die Schumacher-Doku noch nicht geguckt. Aber ich muss auch sagen, Netflix ist scheiße teuer. Dann lieber Amazon Prime, das lohnt einfach viel mehr. Du hast Musik umsonst, du hast Filme und Serien umsonst, hast schnelleren Versand, gratis Versand. Das ist super. Kriegst frühe Angebote von der PlayStation 5. Und das alles habe ich bei Netflix nicht, außer Serien, oder? Haben die auch Filme? Hat Netflix Filme? Ja, doch. Schumacher ist ja keine Serie. Die Dokumentation. Oh, Verstappen on a run. Er ist hinter uns mit harten Reifen. Und der schnellsten Runde im Gepäck. Ja, ich wollte mir eigentlich Netflix für die Schumacher-Doku holen, aber ich dachte mir so, okay, 7 Euro, 7,99 Euro kann man machen. Ja, schon genauso teuer wie Amazon Prime, aber halt nur für Serien. Weil dann 7,99 Euro nur für, ja, schwierig. Und dann stand da auch 7,99 nur für, was ist das, 480p war das. Und für HD musst du dann irgendwie 12,99 Euro zahlen, wo ich mir denke, ja, nee, das I'm out. Ich kenne Schumacher, also ich kenne so viele Dokus von ihm, die auch zum Teil auf YouTube sind. Dass ich mir entweder warte, bis es auf Amazon Prime ist, oder halt ich super dumm bin, oder die Preise reduziert werden. So ein Special-Angebot. Spätestens für Drive to Survive. Gönne ich mir dann die Schumacher-Doku. Obwohl die Frage ist, wird Drive to Survive geil sein? Weil Drive to Survive Staffel 1 war krass. War echt cool. Aber auch die letzte Staffel, wo dann einfach Funksprüche genommen wurden und die an Rennsituationen angehangen wurden, die halt komplett falsch waren. Ja, wo, sag ich mal, bekanntes Beispiel, wo es mir wirklich aufgefallen ist, Sebastian Vettel, nee, Leclerc fährt in Österreich in Sebastian Vettel rein. Und da kommt der Funkspruch, mein Gott, muss das sein, von Sebastian Vettel. Den hat er aber getätigt im Brasilienrennen, wo die beiden sich halt abgeschossen haben. Da dachte ich mir auch schon, und da gab es halt noch mehrere Beispiele, wo einfach Funksprüche falsch platziert wurden. Ich mir denke, Mann, ey, ist das hier fucking RTL oder ist das hier, ne? Eine anständige Dokumentation. Oder so eine richtige Dokumentation ist das halt auch nicht. Das ist halt auch nur so. Kann man das schon Biopic nennen? Nee, eigentlich nicht. Fuck off. Noch nicht den Fehler, den auch Danny Wick gemacht hat. Oh Gott. I try it. Ich gehe für den frechen Move. Oh, jetzt kam kurz das Heck, aber die Reifen sind auch super abgeschlabbert. Oh, wir sind so viel schneller als Red Bull. Da hatten wir mit Ricciardo mehr Probleme gehabt.
Das ist einfach taktisch cleveres Fahren. Zwar nicht die schönste Methode, aber es hilft. Ist auch die letzte Runde. Oh mein Gott, das hätte klappen müssen. Guter Exit. Guter Exit. 71%, oh Gott. Reifenplatzer Wahrscheinlichkeit, ja. P4. Haha. Mit abgeschlabberten Schlabberreifen. Jetzt schlabbert euch weg vom Auto. Holy shit, bin ich kaputt geschlabbert. Oh ne, ich habe Angst, dass ich mich zu einem halben Schlumpf weiterentwickle. Wo nur noch alles geschlumpft werden muss. Und Sachen aus meinem Kopf weggeschlumpft werden. Und auf einmal finde ich Sachen schlumpftastisch. Damit geht ein weiteres Jahr der Formel 1 zu Ende und ein neuer Weltmeister ist Wow. Ein weiterer Eintrag in die glanzvolle Liste der herausragendsten Fahrer dieses Sports. Ja, willkommen in ein Bottas Mercedes Weltmeister. Stefan, sag mir, was hat dir dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Die Safety Car Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Perez wird Erster und Bottas Weltmeister. Das ist verrückt. Aber ich find's gut. Ist doch drüben X. Hey, Season Pass. Season Pass. Nee, Serienpass. Mal gucken, was wir alles freischalten. Yay. Und wir haben den Rennhelm von Jimmy Broadbent. Okay, Jimmy Broadbent Sam ist jetzt hat nicht so feine Linie. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Er ist Weltmeister. Der Fahrer des Tages. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch. Das beste Ergebnis. Er ist definitiv mein Seine Führung ist geschrumpft. So, ist zwei Sekunden davor. Situation in der Sie sehen einfach, wie er schon Donuts dreht, weil er Weltmeister geworden ist. Punkttechnisch uneinholbar. Der Spitze an Boden verliert. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ich glaube, die Position bestes Top-Team, das bestes Mittelfeld-Top-Team, das haben wir wohl. Und bester Fahrer im Mittelfeld-Team haben wir auch wohl. Also eigentlich bis jetzt laufen alle meine selbst gesteckten Ziele gut. Erster, Mann, das ist so verrückt. Bottas Weltmeister. Lando Zweiter in der Rangliste. Danach erst Verstappen und danach leider schon der Hamilton. Aber egal, finde ich alles gut. Finde ich gut. Richtig und wichtig. Rennleitung, das könnte hier vielleicht ein bisschen spannend werden. Kollision mit Hamilton verursacht. 5 Sekunden Zeitstrafe für Kimi und auch für Max. Unerlaubtes Blockieren. Stark. Runde 7. Oh, da müssen wir reingucken. Runde 7. Stimmt, da war ja auch Sebastian Vettel so mega schleicherisch unterwegs. Da. Nein. Oh, wie macht man denn die Cam? Ah, oh, der hat hinten rechts einen Platten. Oh, die arme Reihe. Oh, und er hat sich sogar festgefahren. Wie bitter ist das denn?
Schlabber, schlabber, schlabber. Wie rechts dieser Reifen? Ich muss mal zum Controller greifen. Wie kann man das? Kann man das irgendwie sehen? Wie rechts der Reifen einfach zerfließt? Wie dumm sieht das denn aus? Einfach geschmolzen. Ah, jetzt nicht mehr. Ich spule mal vor. Er steht. Oh je, oh je. Das ist, es ist gerade exakt wie im Film Titanic. Man sieht einfach, dass das Unheil langsam auf einen zu, oder man bewegt sich zum Unheil so ganz langsam im Schritttempo hin und man weiß, es wird einfach passieren, die Scheiße. Plomp. Stark. Jetzt gucken wir mal kurz, was Hamilton in der Zeit macht. Hä? Jetzt wird's aber crazy. Hamilton denkt sich auch, ja, die Linie kriege ich aber noch enger hin. Er will ausweichen und macht denselben Titanic-Fehler. 3, 2, 1. Bonks. Nice. Und wer ist dahinter? Oh no. Oh no. Das ist jetzt der Moment, wo in Family Guy diese Getränkebehälter rein die Wand springen mit. Oh yes. Oh wow. Die werden geghostet. Das ist doch Schmutz. Das ist Schmutz. Warum werden die denn geghostet? Das ist doch super unerotisch. Wir sind hier nicht im Multiplayer. Die sollen nicht geghostet werden. Mach nicht, Codemasters. Oh je. Vettel einfach immer noch am Start. Wo ist der mittlerweile? Achso, man kann ja hier runterscrollen, ne? Nee. Doch. Oh, ist das bitter. Ja, stark. Schade. Dann heiter weiter. Achso, jetzt habe ich mit den ganzen Wiederholungsgequatsche komplett die Highlights vergessen, oder? Leute, rein geht's. By the way, guter Start von uns. Und vor allem gleich auf der Geraden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Worauf ich sehr stolz bin, dass das Screenshot, ja, vom ersten Teil des Rennens. Man sieht die Reihenfolge, die einfach perfekt ist. Also, so nur 100 Meter weiter, aber so passt es schon. Erster ist McLaren. Links, also direkt dahinter, links quasi ist Aston Martin, rechts Mercedes. Dann kommen wir. Dann wieder links Aston Martin, rechts Mercedes und den Schluss bildet wieder ein McLaren. Also egal wie man es dreht, es ist quasi wie Mauam. Egal wie man es dreht, es ist Mauam. Mega. Die Fahrerpaarung bleibt gleich. Da direkt 3 wide. Kurz Zeit, wo wir links rausgezogen sind, hatte ich diesen Satz im Kopf mit. And here comes Sebastian Vettel, wo er da, was war das, 2018? Da vorne war, also wo er noch Racing Point am Start war, die auf der Geraden raketenschnell waren. Man sieht, ah ja gut, hier, ne, Hamilton. Und auf einmal, ah, hier ist Sebastian Vettel. wie kommt der denn dahin? Und dann die Racing Point direkt dahinter und die Zuschauer auf einmal, hier ist Sebastian Vettel. Und alle grüllen sie auf. Es gibt tolle Selfmade-Videos von dieser Szene. Runde 16 schon. Dicker Sprung. Direkt rein in die Rennhälfte. Mit unseren oioioioioi, abgeschlabberten Reifen. Das war auch da der Curb, der mich zum ersten Mal einfach töten wollte. Wie gesagt, im ganzen Trainingsrennwochenende, was nur einmal, wo der Curb jetzt mir im Rennen das Schlimmste mir antun wollte.
Und hier das erste Mal Trick 17 hier benutzt. Erfolgreich. Der gerade überholen lassen, obwohl da war es ja noch mit dem Querschlenker. Na, wir sind ja ausgangs letzte Kurve quer rausgekommen auszusehen und dann war Ricciardo da. Aber wir hatten DS. Auf der wichtigen langen Geraden, nicht auf der Start- und Ziellangen Geraden. Ich frage mich, ob es jemals auf der alten langen Geraden bzw. der GT3 ne, Start und Ziel, also nicht der alten langen Geraden, sondern dem alten Startbereich der Formel 1 oder halt der aktuellen GT3 Startbereich, also nach der Las Suas Haarnadelkurve. Ab wann es da komplett für Radio Rouge komplett durch DS gehen würde. Oder wenn, also nehmen wir mal an, ich drücke schon mal weiter, wenn die Autos mal fähig wären, da komplett mit offenem Flügel durchzuballern, ist die Frage, wären die Autos dann technisch so weit, dass man quasi kein DS mehr bräuchte, weil man die Autos schon so weit hin entwickelt hätte, dass das Racing so clean wäre mit der Dirty Air, dass Dirty Air kein Problem wäre und DRS schon ein Bestandteil der alten Formel 1 wäre. Komplett verrückt. Oh mein Gott, diese Frage hatte ich jetzt auch schon wieder zum... Also ungelogen, diese Frage habe ich schon zum fünften Mal. Und zum fünften Mal sage ich, Kreis. Kein Kommentar. Nicht mit dem aktuellen Triebwerk, denn da muss richtig was reingepfiffen werden. Monza wird krass. Glauben Sie, dass Red Bull... Oh, aber ich hatte auch schon im Training die Frage mit, glauben Sie, Red Bull bringt die volle Leistung? Sie arbeiten hart, verbessern sich stetig und lernen aus ihren Fehlern. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Kein Kommentar, mach dich. Oh, ich dachte, es kommt dieses Saufz oder Schnaufz. Hey, oh, wir haben wieder keinen Punkt gut gemacht. Wir sind wieder kein. Wir sind immer noch gleich auf. Oh no! Shit. Und Stufe 15. Hallo, guten Tag. So, und jetzt. Come on. Ja. Ja. So, ich hatte bestimmt wieder am meisten Schaden. Ah, erstmal kommt hier wieder eine halbe Million rein. Das sehe ich gern. Hat alles wieder geklappt. 40k, 9k, oh no, ja, egal. Das Team hat zurzeit ein gutes, stabiles Einkommen. Du solltest dich entscheiden, was wir mit unserer Gewinnspanne machen. Welche Abteilungen von dem Geld profitieren könnten. Ja, das überlegen wir uns. Auf jeden Fall heißt es jetzt zwei Sponsoren anheuern, einen neuen und einen, der ausgelaufen ist vom Vertrag. Rein mit dir. PSD, da sehe ich dich. In auf meinem Auto. Ich wollte schon sagen, da sehe ich dich in mich, aber das wäre schwierig. Das wäre ganz schwierig. Nun, drei Runden lang die Führungsposition verteidigen? Nein. Schließe bei einem Rennen. Nee, werde Fahrer des Tages. Das ist so fucking random. Dann nehmen wir dich. Und da ist ein UFO drauf. Da sehe ich mich. Von daher wollen wir noch mal was entwickeln. Bisschen, nein, nicht Aerodynamik. Motörchen. Ha, das wird ja safe fertig. Dann ist die Abteilung natürlich ausgelastet. Das ist nett. Gewichtsreduktion nehmen wir. Es ist erst nach Monza fertig. Okay, was haben wir? Okay, hier ist auch die Abteilung ausgelastet. Wir mit zwei Eisen im Feuer. Deshalb erstmal weiter. Nee, Bullshit. Reaktionstraining. Was haben wir noch? Obwohl, nee, Quatsch, das machen wir ganz zum Schluss. Ganz, ganz, ganz zum Schluss. Chassis loben. Ja, so, jetzt Chassis loben. Danach kommt... Nee, wir loben alles. Das macht ja viel mehr Sinn. Dann nochmal, gehen wir explizit auf das Chassis. Reaktionstest. Ja, 20k dazu ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, boosten wir den zweiten Fahrer noch ein bisschen. Auf seine letzten Tage hin, bevor wir dann eine Legende holen in das Team. Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden.
Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Das haben wir alle schon längst gemacht, du Napf. Wir sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wird nichts rechtzeitig fertig. Aber dann können wir uns schon mal für Suzuka vorbereiten. Oder ist die, nach Monster kommt Suzuka? Ja, doch, Suzuka. Machen wir. So, wir sind wieder pleite, wie scheiße, deshalb halt da weiter. Ja. Shit. Sauer. Falscher Reiter. Richtiger Reiter. Hey, nicht geklappt. Das freut mir. Nicht genug Punkte. Aber wir haben Dings. Der ist freigeschaltet als Upgrade-Möglichkeit. Das ist nice. Für Season 2. Wenn es dann wirklich heißt, es wird attackiert. Problem bei der Herstellung und alle zum Ergebnis. Jegliche Neuentwicklungen musst du in Auftrag geben. Es gab heute Morgen einen Unfall im Fitnessstudio. Jemand von der Aerodynamikabteilung wurde verletzt. Wie kann man sich beim Fit... Also, come on. Dafür geht man in richtig gute Fitnessstudios. Damit es einen Trainer gibt, der wirklich Ahnung von der Sache hat. Der sagt, nein, diese 20 Gramm versuchst du mal nicht mit den Zehen zu heben. Das machst du schön mit der Hand, du Napf. Naja, egal. Jemand von der Aerodynamikabteilung wurde verletzt. Aber zum Glück nur leicht. Wir könnten aber nachlässig erscheinen, wenn wir nicht ernsthaft darauf reagieren. Was sollen wir tun? Fitnessstudio für einen Tag schließen? Um zu untersuchen, ob Verbesserungen nötig sind? Ja, frag doch einfach den Typen, wie er das geschafft hat, sich da zu verletzen. Muss man doch hier nicht hier Sherlock Holmes anrufen. Wir können uns nicht leisten, wegen eines kleinen Zwischenfalls Zeit zu verlieren. Das Fitnessstudio bleibt geöffnet. Ja, klar. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. What the fuck? Leute, rafft euch. Was habe ich denn für ein Bobo-Team? Naja, nichtsdestotrotz, nächstes Rennen mit einem neuen Sponsor und vielleicht neuen Sponsor-Anordnungen. Von daher, Leute, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.